Jedes Mal fragen mich die Leute nach einer durchzechten Partynacht, wie ich das verdammt nochmal mache, da zu stehen am nächsten Morgen, als wäre nichts gewesen, fit wie ein Turnschuh. Und jedes Mal erzähle ich meine kleinen Geheimtipps, was man machen muss nach einer durchzechten Partynacht, damit man wirklich wieder fit ist, um in die nächste Party zu starten oder auf die Arbeit und da richtig loszulegen. Und damit ich das nicht immer und immer wieder aufzählen muss, dachte ich mir, ich drehe ein Video dazu, um ein für alle Mal quasi meine Tipps aufzunehmen und ich nur sagen muss, guckt euch das Video an und dann wisst ihr Bescheid. Und genau diese Tipps bekommt ihr heute auch. In den meisten Fällen liegt es daran, dass ihr einen Kater habt, dass ihr dehydriert seid und euer Elektrolysehaushalt und Mineralhaushalt wirklich weit am Limit ist. Und um das wieder aufzustocken, und das ist eigentlich so einer der wichtigsten Schritte, empfehle ich euch, gleich nach dem Aufstehen oder am besten noch vor zum Bett gehen, aber meistens schafft man es dann doch nicht mehr, sondern wenn ihr aufgestanden seid, als allererstes euch mindestens 1 Liter, 1,5 Liter mineralarmes und stilles Wasser hinterzukippen, dann habt ihr schon mal die Grundlage geschaffen, damit ihr wirklich schnell wieder an Energie gewinnt und die nächsten Tipps natürlich abarbeiten könnt. Aber hier kommt noch ein richtig, richtig krasser Geheimtipp, die eigentlich nur wirklich die Hardcore-Partyliner wissen, denn es gibt noch was, was man ins Wasser reintun kann, um wirklich nochmal wirklich ja, den Kick zu geben, um sofort dazustehen, um seinen Elektrolysehaushalt aufzustocken und die Mineralien wirklich dann richtig Energie reinzustecken. Und hier habe ich ein Mittelchen für euch, was nicht jeder kennt und auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Und dazu kann ich euch Elektrans empfehlen, denn das ist eine schicke Packung mit, ich glaube, 10 solchen schicken Päckchen drin. Und das Pulver, was hier drin ist, schüttet ihr einfach an diesen 1 Liter oder 1,5 Liter, was ihr trinken sollt, mit ran. Und hier drin befindet sich alles, was ihr an Mineralien und Elektrolyten braucht, um wirklich quasi euren Kickstart zu geben. Und das wissen die wenigsten, weil das Produkt bekommt man in der Apotheke und hier drauf steht Durchfallerkrankung. Und wer denkt in erster Linie Durchfallerkrankung, wie soll das gegen den Kater helfen? Aber ich hatte es selber, sage ich mal, vom Kumpel empfohlen bekommen und habe genauso gedacht. Aber wenn man sich überlegt, okay, bei einem Durchfall und bei einem Kater, die Symptome sind ungefähr die gleichen, da die Mineralien rausgespült sind und so weiter und so fort. Und ey, es funktioniert und ist auch egal, ob drauf steht Durchfallmittel oder Katermittel, wenn es funktioniert, wunderbar. Und das ist wirklich der Turbolader, um extrem gut dazustehen. Und welche weiteren kleinen Tipps ihr noch machen könnt, um wirklich sofort dazustehen und sagen, nächste Party oder auf Arbeit, das kommt jetzt. Für die wirklichen Hardliner unter euch und bitte auch die, die man quasi als Warmduscher abstempeln kann, bitte macht es, was ich euch jetzt verrate. Es ist kein Geheimnis, aber es wirkt wirklich Wunder. Und hasst mich ruhig dafür, was ich euch jetzt sage, aber ich weiß danach, wenn ihr es durchgezogen habt, liebt ihr diese Info. Nach dem Aufstehen, wenn ihr das Wasser getrunken habt mit den Zauberpulverchen, sofort in die Dusche zu gehen, erstmal richtig schön heiß zu duschen und danach das Allerwichtigste, eiskalt abduschen. Quasi eine Wechseldusche, um den Kreislauf nochmal richtig in den Kick-Modus zu starten, damit ihr danach durchstartet. Und ich verspreche euch, ihr fühlt euch danach pudelwohl. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr große Überwindung für viele, aber bitte nicht nur den kleinen Zeh drunter halten, sondern wirklich von oben bis unten. Für manche, die vielleicht ein bisschen scheu gegen das kalte Wasser sind, fangt erstmal nur mit den Armen, den Beinen an und dann der restliche Körper und nicht gleich voll. Aber bitte zieht das durch, denn glaubt mir, nach diesen ersten 2 Tipps mit dem Wasserpulver und die Heiß-Kalt-Dusche werdet ihr eigentlich schon fit sein wie ein Turnschuh. Und wenn das noch nicht geholfen hat, kommt dieser Tipp. Das hat bestimmt von euch jeder schon mal gehört, Katerfrühstück. Und bei Katerfrühstück kann man doch einiges verkehrt machen, aber auf diese ganzen verkehrten Sachen will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ihr bekommt das Nonplusultra, was wirklich wirkt. Und ich sage es mit einem ganz einfachen Satz, englisches Frühstück. Die da oben in England, die haben das nicht deswegen erfunden, weil es zu lecker ist und
abgesehen davon, es ist lecker, weil die trinken sehr viel, ihr wisst das, und die brauchen wahrscheinlich jeden Morgen so ein Katerfrühstück oder so ein englisches Frühstück, um wieder auf die Beine zu kommen. Jedenfalls, so ein englisches Frühstück, Katerfrühstück, ist perfekt. Mit schönen Champignons, angebraten, Tomaten, Rührei, alles was so ein bisschen dazugehört. Nicht zu viel von den Ganzen, denn man kann da leicht vielleicht schon was verkehrt machen. Esst so viel, dass ihr keinen Hunger mehr gerade so habt und nicht übermäßig voll, dass ihr dann übel satt seid, weil dann kann der Katzenjammer natürlich auch wieder kommen und verwechselt dann vielleicht doch den einen oder anderen Ausgang. Ja, das wollen wir nicht. Deswegen, ein englisches Frühstück ist perfekt, um wirklich das Katerfrühstück quasi durchzuziehen, aber esst nicht zu viel, sondern nur gerade so viel, dass ihr gesättigt seid. Und ich weiß, der Kater will gerne fettiges Essen, aber meine Empfehlung, Finger weg. Das Einzige, was ich noch empfehlen kann, und das kennt ihr auch, ist natürlich Rollmops und die Geschichten. Aber auch da nur wieder in Maßen, denn da bringt es auch wieder nichts, sich voll zu stopfen, nur weil der Heißhunger da ist, sondern lieber ein bisschen weniger und vielleicht ein bisschen verteilt. Um den Kater jetzt wirklich vor die Tür an die frische Luft zu setzen, ist im wahrsten Sinne auch das so gemeint. Denn geht raus auf den Balkon oder raus an die frische Luft und eine Runde spazieren, um wirklich Frischluft in euren Körper reinzulassen. Und das alleine bringt euch wirklich nochmal auf ein Level, wo ihr dann nach dem Spaziergang oder nach dem kleinen Balkonbesuch quasi wirklich sagt, jetzt bin ich bereit. Und der Tag kann starten. Und das Schöne dabei ist, wenn man eine Runde spazieren geht oder sich mal kurz auf dem Balkon ausruht, dann stellt man fest, oh mein Gott, was habe ich getan? Quasi der Filmriss. Und ich interessiere mich für eure Filmrisse, denn ich glaube, jedem ist schon mal was Lustiges passiert in einer Partynacht, wo man am nächsten Tag sich gefragt hat, okay, krasse Scheiße. Jedenfalls, die Geschichten könnt ihr gerne unterhalb vom Video in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf, mich mit euch auszutauschen, denn auch mir sind schon auch schon sehr lustige Sachen passiert. Und wenn ihr auch noch andere Tipps und Mittelchen gegen den Kater habt, ruhig unten rein in die Kommentare, weil auch ich bin nicht unfehlbar und selbst dieses schöne Mittelchen, also dieses Pulverchen hier nochmal, habe ich ja auch nur von Freunden ja als kleinen Tipp bekommen und habe es einfach ausprobiert und siehe da, interessant. Und damit die anderen natürlich das nicht verpassen, was ihr da unten in die Kommentare schreibt, abonniert mich hier oben einfach auf mein Logo und verpasst in Zukunft kein weiteres Video. Und ich verspreche dir, diese Tipps sind nicht die letzten gewesen und wünsche euch einen wundervollen Tag und die nächste Party steht bestimmt schon vor der Tür, wo ihr wisst, der Kater kann mich mal kreuzweise.